Dein Kind ist endlich da. Du kommst aus dem Krankenhaus und bringst dein Kind mit. Alle sind gesund und munter. Doch jetzt bist du erstmal überfordert. Denn im Krankenhaus wurdest du versorgt und je nachdem, wie deine Geburt war, auch ob du einen Kaiserschnitt hattest oder nicht, das geht natürlich alles auf deine körperliche, ja, Konstitution. Du bist nicht so fit wie vorher, egal was andere sagen. Dann kommt deine Familie und die labern dir die Ohren voll. Du liegst eigentlich auf dem Sofa totenblass und sie meinen aber jetzt alles neu entwickeln zu müssen und sagen, so, jetzt stehst du auf, jetzt setzt du dich dahin und jetzt machen wir hier und da und sowieso ein Foto. Du sagst, ich kann nicht und ja, wie soll ich das sagen? Und trotzdem wird weitergemacht und gesagt, ja, du hast doch nur ein Kind bekommen und mehr nicht. Dem ist natürlich absolut nicht so. Doch gehen wir mal zu dem anderen Thema über. Dein Kind, das ist zu Hause und es hat ein wunderschönes Zimmer von euch gemacht bekommen. Das Zimmer liegt auch ein paar Meter von eurem Zimmer entfernt. Du hast ein Babyphone aufgestellt. Das hörst du natürlich in der Küche, im Wohnzimmer und auch in deinem Schlafzimmer. Und du kannst die ganze Zeit nicht schlafen, weil denn bei jedem Muckser, den du hörst, springst du auf. Dein Baby rummelt im Schlaf, heult im Schlaf, wimmert mal kurz, so geht's dann, und dann drin nach dem vierten Mal hört es auf, aber du springst auf. Hast keine Nächte mehr. Doch überlegen wir jetzt als erstes mal. Es fängt kurz an zu schreien. Genauso wie du als Erwachsener träumt ein Baby. Natürlich. Warum soll es nicht träumen? Es hat ja auch Erlebnisse gehabt und auch für das Kind selber war die Geburt ja auch erst einmal nicht unbedingt ganz so einfach. Gut. Dann kann es sein, dass es aufschreckt in der Nacht, weil es was gehört hat oder gesehen hat, was du selber nicht mehr hörst oder spürst. Da weiß es auch wieder nicht, was Sache ist. Oder es sind im Laufe des Tages so viele Dinge geschehen, dass es diese Dinge jetzt verarbeitet. Also praktisch, man redet von Reizüberflutung. Das kann auch alles sein. Oder man hat Dinge verändert. Die Dinge, die man verändern kann, ist zum Beispiel, dass man das Essen verändert hat, zum Beispiel abgestillt. Also denkt immer daran, stillt bitte eure Babys. Das ist das Beste, was ihr eurem Kind tun könnt. Dafür müsst ihr euch natürlich auch ernährungstechnisch und auch körperlich entsprechend pflegen. Es hat eine neue Beikost bekommen. Meine Kinder sind direkt von der Brust aus, also die sind danach nur noch in der Nacht und morgens gestillt worden. Und die haben kein Gläschen erhalten, außer meine Älteste. Die hat mir das direkt ins Gesicht gespuckt, sondern die haben sofort bei uns am Tisch mitgegessen. Na, Kartoffeln zerstampft oder. Also braucht ihr da in dem Sinn keine großen Gedanken euch zu machen, sobald die Kinder fähig sind, breit zu essen. So, dann kann natürlich etwas sein, ihr wart beim Kinderarzt und er hat das Kind gestochen. Jetzt erstmal egal was. Oder es hat eine Impfung bekommen. Das kann ganz schöne Nebenwirkungen haben, auch gesundheitliche Nebenwirkungen und dass das Kind auch deswegen schreit, weil irgendwas in seinem Körper geschieht. Es kann auch Bauchschmerzen und Blähungen haben. Und dann solltest du natürlich überlegen, falls du noch stillst, was hast du gegessen oder getrunken? Hast du vielleicht irgendeinen Kohl gegessen? Ich erzähle immer ganz gerne die Story, als ich unbedingt einen Blumenkohl essen wollte. Es war total lecker. Ich kann euch aber auch sagen, die Nacht danach, die war genial.
Mein Kind hat nur geschrien vor lauter Bauchschmerzen. Was man auch nicht machen soll, wenn man stillt, ist Getränke mit Kohlensäure zu trinken. Es tut den Kindern auch nicht gut und deinem Nachtschlaf übrigens auch nicht. Dein Kind zahnt. Es gibt natürlich Beißringe oder Sachen, die kühlen. Nelken kannst du ihm ja schlecht in den Mund stecken, weil Nelken helfen auch so bei Entzündungen im Mund. Doch wenn das Kind natürlich wach ist, gibt man denen meistens ein Ränzel, also eine harte Kruste, woran es beißen kann. Oder es gibt auch die Beißringe und mittlerweile gibt es ja auch gekühlte Beißringe. Und ich denke mal, dass das doch ganz gut tut. Dann kann es deinem Kind zu warm oder zu kalt sein. Oder, jetzt kommt das Wichtigste, es hat Hunger. Deswegen bin ich ja der Fan auch vom Stillen, weil da brauchst du kein Fläschchen zu machen, du musst es nicht sauber machen, du musst es nicht sterilisieren. Es ist einfach fertig. Oder das Allerwichtigste, das ist später immer meine erste Frage gewesen, ja, hat es die Windel voll? Und meistens hat es die Windel voll. Also wenn irgendein Stress ist oder das Kind heult, kontrolliert immer als erstes die Windel. Oder ihr wisst ja, den kleinen Finger in den Mund stecken und wenn es anfängt zu saugen, dann weißt du auch, dass das Kind Hunger hat. Und dann kommt das Allerwichtigste, was ich zu Beginn gesagt habe. Ihr habt ein wunderschönes Zimmer eingerichtet und da sind bestimmt 4, 5, 6 Meter und 2 Türen und ein paar Wände zwischen euch. Und das Kind liegt alleine da. Liegst du alleine in deinem Bett? Oder liegt rein zufällig dein Mann in deinem Bett, neben dir im Bett? Und ein Kind braucht auch Wärme, es braucht Mutterliebe, es braucht auch die Wärme des Vaters. Und deswegen, wenn ihr euch auch alte, richtig alte Bilder anseht, seht ihr immer, dass das Baby ein Bett im Zimmer der Eltern hat. Man nannte diese Teile auch zum Teil Stubenwagen. Und deswegen ist es total wichtig, dass das Kind bei dir im Zimmer schläft oder sogar in deinem Bett. Ich würde aber nur ein Kind in mein Bett lassen, das nicht von unten nach oben die ganze Nacht rutscht und von dem man dauernd irgendwie eine Faust im Gesicht hat oder die Tritte im Bauch. Dann gehört das Kind, auf jeden Fall hat es dann das Bettchen neben dir stehen. Und die ruhig schlafen, die können ja ruhig dann bei dir im Bettchen mit übernachten.